Okay, was ich zeigen werde, ich gebe einen Überblick über die Installation erst. Ich zeige, was da an Hardware und Software drinnen steckt. Nicht so viel. Ich werde sozusagen für jemanden, der die Bewässerung ganz von außen kennt, die Teile zuordnen, dass man erkennt, was da in einer klassischen jetzt drinnen wäre und was bei uns drinnen ist. Es gibt zwei Varianten derzeit, also Hardware-Realisierungen, Software sowieso nicht. Und ich wollte so weit gehen, einen echten Community-Bausatz anzubieten. Hängt natürlich davon ab, ob die Lösung überhaupt interessant für jemanden ist. Und ich habe aber jetzt leider keine Preisliste vom SEMAF Electronics zustande gebracht. Das wäre für mich sehr nett gewesen, dass man einen Warenkorb beim SEMAF hat und auf Bestellen drückt. Dann kommen die Teile, die da verbaut sind, inklusive Ventil. Und man kann es dann selbst versuchen zusammenzubauen oder wir treffen uns einmal, wenn es Schwierigkeiten gibt und bauen es gemeinsam zusammen und nehmen es in Betrieb. Okay. In welchem Bereich wäre das ungefähr von den Kosten? Gute Frage. Ich meine, der Hauptteil ist immer das Ventil und die Box dazu. Das sind wir bei 70 Euro Einkaufspreis. Und das Merkur-Board ist bekannt, das ist kein billiges. Das kostet immer noch 35 Euro, bis es dann endlich in die Massenfertigung kommt. Und den Minicomputer braucht man dazu. Das ist sowas wie ein Raspberry, wieder um 35. Also hat man 70 und 70, 140. Also ich würde es trotz allem auf 200 hochrechnen. Das ist nicht unbedingt... Das teuerste sind sicher die Ventile und die Tropfenleitungen. Ja, ja. Aber es geht darum auch zu zeigen, dass es einen Mehrwert hat, den sich andere relativ teuer bezahlen lassen, wenn eben die weltweite Kommunikation plötzlich möglich ist. Das zeige ich jetzt. Das ist der große Überblick. Jetzt was wegen den Ventilen. Die Ventile werden oft in Waschmaschinen benutzt, was vielleicht auch interessant ist. Wenn jemand eine alte, tote Waschmaschine hat. Magnetventile. Oder einen Geschirrspüler, jetzt ja. Ist das gleiche Teil, den man meistens auch hat. Cool, das ist richtig Maker. Wir schlachten alte Maschinen aus. Ja, super Tipp. Absolut, ja. Ja, aber ich glaube, die Waschmaschinen und Ventile fahren mit 230. Aufpassen. Also nur, dass das die Sache war. Laut Amazon habe ich gesehen, bei Electrolux und Baumann, die sind dann Bauknecht, diverse andere Marken, die waren mit 12 Volt angehen. Okay. Gut, also zur Hardware-seitig bin ich komplett frei für alle Vorschläge. Ich habe halt jetzt irgendeine Realisierung einmal hinstellen müssen, damit wir einerseits eine Vorführanlage haben und andererseits eine, die ich mir sogar selbst auf die Terrasse nehmen würde. Okay, schauen wir. Jetzt werden wir die Teile identifizieren. Ich will ganz bewusst noch einmal kurz die Rückblende machen. Zu dem hier, ja, wenn wir es jetzt im Sinn der Anwendung sehen, das ist der Garten. Das ist schon am Rande des Hauses, zwischen Haus und Garten. Da ist mein Border-Router und da ist mein Sofa und da ist das Internet. Ja, also, dass man so zuordnet die Dinge. Wenn man es jetzt hier sieht, ist in dem Fall rechts der Garten. Das sind die Pflanzen, da ist das Wasser, da ist ein mikroelektronischer Teil, da ist ein weiterer, der hängt so in der Luft, da ist nichts dazwischen außer Luft. Und auf der Seite kämen wir uns wieder halbwegs aus, das schaut aus wie ein klassischer Access Point Router, den man zu Hause hat. Da kommt rot das Internet rein und da geht links das Kabel zu. Und das ist jetzt eben diese Kombination, diese beiden, ist der Edge Router, der Border Router. Das ist jetzt im konkreten Fall kein Raspi, könnte aber einer sein. Und dann wieder ohne Luft, nur mit Luft dazwischen ein Handy. Und was man nicht so gut sieht, was ich aber auch nicht markiert habe, ist, da tauchen so immer die gleichen Nodes aus mit so einem Dings dran, mit so einer Antenne dran. Und das sind eben genau die Funknoten, die wir hier haben. Ja, und das bauen wir uns halt dann einfach in unseren Garten ein. Die reden alle miteinander und für einen Garten ist ja auch günstig. Da hat man nicht immer Strom, da muss man mit Batterie, mit Solar, da hat man Pflanzen, wo man mal einen Sensor reinstecken möchte, irgendwo. Und ich möchte mir nicht überlegen, wie ich da jetzt die konkrete Verbindung herstelle. Ich will das einfach nur platzieren und sonst soll alles vollautomatisch gehen. Bis jetzt hat es das bewiesen, dass es das kann. Okay. Wichtig ist, das
das ist jetzt sozusagen ein Beispiel für die klassische Tröpfchenbewässerung, das ist nur zusammengelegt natürlich. Da ist das Schaltrelais, das macht das Wasser auf und zu, und hier beim Orangenteil tropft es raus, das ist leider verdeckt und hier sollte das Wasser zur Pflanze tropfen. Also es ist ein bisschen schematisch mit realen Gegenständen. Jetzt will ich das, die Zuordnung machen, damit man sich was vorstellen kann. In meinem Fall ist der Bewässerungscomputer ein Merkur-Board, das da dran hat, damit ich einen Drücker habe, einen Knopf, hat es ein Growth Relay Shield, das heißt, ich kann die Growth-Stecker, die, damit man nicht löten muss, kann man einfach Touch-Buttons und ähnliche Dinge anstecken, auch Sensoren, I²C, alles mögliche kann man anstecken. Und dann kommt das eigentliche Relay-Board, also wenn ich zurückgehe, dann ist das ein Merkur-Board mit diesen vier Growth-Steckern und wieder als Shield aufgesetzt auf das Relay-Board. Ich habe kein anderes bekommen jetzt mal. Im Moment haben wir 8 Ventile, die wir ansteuern könnten. Brauchen natürlich nur 1, aber vielleicht habt ihr einen Anwendungsfall, wo man gleich 8 Ventile ansteuern muss an einer Stelle. Es gibt dann auch noch den Fall, wo ich später dazu komme, wo man das auf mehrere verteilen kann. Zur Zuordnung. Ja, dann haben wir in dem Bewässerungscomputer, man kennt die klassischen Hersteller, ist manchmal der Schlauch kommt oben rein, der Schlauch geht unten raus und dazwischen hängt der Computer und das Ventil, das ist alles ein Klotz. Das kann so realisiert sein, muss aber nicht. Da zeige ich dann, dass das auch anders gehen kann. Grundsatzentscheidung lautet immer, hat man 230 Volt beim Wasser oder nicht. Ja, das, manchen ist das total unsympathisch, manche akzeptieren das so. Und was Hersteller normalerweise Gateway oder Kommunikationsbox nennen, ist eben in unserem Fall der Minicomputer, der am Access Point mit Kabel hängt oder am Router, inklusive die Kombination, wo hier mit einem USB das Merkur-Board angesteckt ist. Da komme ich dann später dazu. Aber noch einmal gesagt, das ist ein eigenes Vereinsprojekt, das ich hier nicht im Detail erklären kann, wie man das aufsetzt und wie das funktioniert. Ich hoffe, es gibt bald eine Veranstaltung von Florian, wo er das im Detail zeigt, wie das geht. Im Übrigen hängt das Teil hier, da ist dieser Olimex und wie gesagt, mit USB angehängt an dem Minicomputer, alles was rot leuchtet, eine von den Nodes. Teile und ihre Namen. Jetzt will ich sagen, es gibt zwei Varianten. Es gibt da hinten aufgestellt, da leuchtet es auch rot, da gehe ich kurz hin. Da drinnen, das ist eine Box, die tatsächlich für einen gescheiten Druck ausgelegt ist. Da kann man 0,5 bis 12 Bar hineinfahren von der Seite und da kommt das Wasser raus. Und da drinnen ist das Merkur-Board und da ist das Magnetventil. Was wir aber immer, was ihr auch kennt vielleicht schon auf den diversen Veranstaltungen haben wir immer das mit. Das ist da hier. Das ist unsere Vorführbox. Da haben wir dann der Herbert Buchecker war so nett, hat so ein schönes Plastikbecken gemacht mit einer Aquarium-Umweltpumpe, weil wir können ja dort nicht mit Wasser rumspritzen und das tut nur Wasser im Kreis schaufeln, diese Pumpe. Und wird aber angesteuert hier und in dem Fall gehen 230 in die Box hinein und 230 wieder raus. Und ich habe jetzt kein Wasser, sondern ich gieße die Pflanzen mit Licht. Das ist auch vielleicht, brauchen sie ja eh auch, deswegen habe ich die Lampe da hergestellt. Sitzt da jemand ums Eck, der es nicht sieht? Hannes, du? Achso, du kennst es eh schon. Okay, also das ist eine Realisierung, wo die 230 Volt wirklich in die Box reingehen und wieder raus, aber das Wasser ist abgesetzt davon. Dort haben wir 24 Volt Wechselstrom, ganz bewusste Entscheidung, weil da in der Box wirklich das Wasser quer durchgeht, dass das wieder getrennt ist. Da ist so eine Marke, was bedeutet das? Moment. Ja, Schummelzeit, da muss ich mir was Neues einfallen lassen. Das ist... Nö. Ich finde es jetzt eh nicht auf die Schnelle, was ich euch da sagen wollte. Umgeblättert, entschuldigt. Ja, wichtig ist, die Software ist dieselbe, die ja in beiden Boxen läuft, da ist kein Unterschied von regelungstechnisch, wenn man überhaupt davon sprechen kann, macht das natürlich nicht viel Unterschied. So, jetzt ist das der Selbstbausatz, habe ich schon gesagt, entschuldigt, sehe ich falschen Knopf, das Merkur-Board,
Das Grove Shield habe ich vorhin schon gezeigt. Der Touch-Button hängt dran, jetzt hier im konkreten Fall, an diesen weißen Steckern. Das Relay-Board hier mit 8, geht auch mit 1 oder 2, oder haben wir bald zur Verfügung. Und in der Realisierung dort hinten haben wir dann eben noch, damit wir nicht extra wieder ein Netzteil brauchen, die 24 Volt umgesetzt, damit sie das Merkur-Board auf 5 Volt versorgen oder dieses Groove-Relay-Shield. Und dann ist der Bestandteil da hinten noch die Ventilbox mit Ventil, damit das Wasser ab und aufgedreht wird. Jo, so, in Summe ist der Status, dass ich eben gesagt habe, ich denke mir nicht irgendwas aus, baue das, und dann sagt die Community, nein, das musst du komplett anders machen, das passt so nicht, in meinem Garten geht das so. Da gibt es viel zu viele Varianten, es ist in Summe eigentlich auch ein komplexes Thema. Deswegen besteht das Ganze aus einer Zeitschaltuhr, die im Merkur-Board läuft. Es ist derzeit eine reine Kontiki-Programmierung, können wir auch darüber diskutieren, wenn alle sagen, na, warum machst du es mit Dings? Ich habe verstanden, die Korb-Ressourcen kann man auch mit Arduino verwenden, in unserem Merkur-Board, nicht? Also in der Merkur-Board-kompatiblen Arduino-Programmierung. Das ist jetzt so, Arduino ist kein Betriebssystem, da musst du jede Link zusammenstoppeln. Okay. Und dir dann dein Betriebssystem erst realisieren. Okay. Das ist viel also schwieriger. Theoretisch geht's, ja? Praktisch kenne ich niemanden, das macht. Okay. Ja, das bestärkt mich umso mehr, diesen Baukasten doch über diese Core-Blip und das Contiki zu versuchen. Vielleicht gibt es ja Leute, die das auch gut finden und da mitmachen, dass man sagt, einer macht den Sensor mit einer Library auf Home Level über RESTful anzusprechen, also mit dem Observer-Pattern kann ich später noch dazukommen, wo man automatisch gepusht informiert wird, wenn sich ein Sensorwert ändert. Gibt es viele Varianten, scheint mir jetzt programmiertechnisch ziemlich elegant zu sein. Andersrum, ich will die vielen Arduino-Programmierer jetzt nicht vernachlässigen. Im Moment ist es eine reine Contiki-Sache. Das kann ich dann zeigen, dass dieses Core eine sehr schöne Eigenschaft hat, dass es nämlich publiziert, was die Anwendung kann. Da gibt es einen Standard dafür. Kann man dann schauen, wenn man reinfragt, was kannst du, wer bist du, kriegt man eine Antwort raus. Man kann es dann konkret ansteuern mit der Core-Kleinlib auf Text. Basis. Es gibt Leute, die sagen, wozu soll ich überhaupt irgendwas aufdrehen? Ich tippe im Text meine Programmierzeit neu ein und sage Enter, das ist möglich. Ein WebGUI, ich weiß nicht, ob man das dann so nennen kann, ein Firefox, der zeigt einem die Programmierung und wie sie eingestellt ist und man kann es ändern, das hätte man. Ich muss gestehen, ich habe es nicht geschafft, das GUI-Plugin so weit zu bringen, dass wir hier jetzt eine fertige vom Handy ausgesteuerte Anwendung zeigen können. Da bin ich säumig, das muss noch warten, das kriegen wir sicher hin, aber heute kann ich es nicht zeigen. Okay. Der Bernhard Rühnes ist da, der war eh so nett und hat mir dann geholfen, weil ich ganz spät gemeldet habe, ich bin nicht fertig, ich kriege es nicht hin. Das sind eben die komplizierten kommunikationstechnischen Dinge, dass das Plugin auf eine bestimmte Form von Border-Router angewiesen ist und das genau in dem Fall in meiner Konstellation mit der Sarah-Box nicht funktioniert. Wir sind nicht gefeit vor diesen Problemen, dass sozusagen wir in dem Sinne ein Hersteller sind. GU ist eine befreundete Firma, ein anderer Hersteller, wenn ein Vereinsprojekt und die sich nicht von vornherein abstimmen, kann es sein, dass es dann im Endeffekt nicht zusammenpasst. Ich hoffe, ihr seht, dass das auch ohne das GU-Interface jetzt schon halbwegs brauchbar ist. Okay, wenn man sich jetzt vorstellt, ich habe das, wie nehme ich es in Betrieb, dann sage ich jetzt die Inbetriebnahme-Schritte durch, wie ich das gewöhnt bin aus der Gebäudeautomation oder so, und lasse aber den Software-Teil komplett raus, weil das ist wieder ein eigenes Thema, wo wir später hinkommen, wie kompiliere ich, wie lade ich Source Codes runter und wie flashe ich das Board. Ja, das ist ein eigener Teil, deswegen steht es hier Teil 4, das heißt, im Moment schreibe ich jetzt einfach hin, Inbetriebnahme Software. Wenn irgendjemand nichts am Hut hat mit Software, dann kann ja jemand fragen, kannst du mir das bitte flashen? Also flashen heißt, muss ich immer dazu sagen, das Programm in das Device, in dem Fall in die Bewässerung, reinladen. Da gibt es ein Serial-Programmer, das steckt man mit USB an und sagt, kannst du mir bitte diese Firmware, was auch immer, kompilieren, ein Run-Skript laufen lassen und hineintun. Das lasse ich jetzt einfach mal so stehen, das kann man dann später im Detail erklären, aber es ist ein notwendiger Schritt, sonst tut das Zeug nichts. Nächster Schritt ist,
dass man, also ich spreche jetzt von dem, da muss ich gleich wieder 22, wo sind wir, 27, ich bin komplett rausgesprungen, Leute, wieso sagt es mir nichts? Das ist ja, sieht ja nichts gleich. Keiner sagt mir was. Also wieder zurück, wir sind jetzt bei diesem Inbetriebnahme dieser Teile und der besteht in sich aus zwei, aus dem hier, aus dem Minicomputer und dem Merkur-Board, das diese Routerfunktion hat. Heißt USB-Funkstick, Software draufladen, an die Kommunikationsbox den Minicomputer mit USB anschließen und die SD-Karte einlegen und aufdrehen. Der Software-Schritt vorn, den Border-Router Software reinladen, kommt später. Dann muss man die Kommunikationsbox mit dem LAN-Kabel im Heimnetzwerk verbinden und die Stromversorgung verbinden und dann läuft einmal der Kommunikationsteil. Nächster Teil ist der Bewässerungscomputer, wieder die Software, das Flashen von dem Merkur-Board kommt später. Zusammenbaumäßig heißt es einfach, dass man den Sandwich aus den dreien zusammensteckt, das Ganze in die Ventilbox einbaut, da haben wir uns jetzt nicht große Mühe gegeben, Heißkleber und reingesteckt und schon hält das. Und dann geht es noch um die Stromversorgung der Box, also ich spreche jetzt hier von der Variante, die nicht Vorführvariante ist, sondern die man wirklich in einem Garten einbauen könnte. 24 Volt Steckernetzteil außen im Haus stecken und dann braucht man noch ein langes Kabel, das diese Stromversorgung bis in die Box hinein liefert. Das versorgt das Ventil und das versorgt das Merkur-Board. Dann muss man in der Box noch die Verkabelung durchführen, nämlich die 24 Volt, das Relais anschließen, da müsste ich noch einen Schaltplan nachliefern und den Step-Up, wie hat das geheißen, der aus 24 Volt AC einfach 5 Volt DC macht, 5 Volt Stromversorgung vom Merkur-Board und dem Relais-Board. Bitte? Step-Down, Konverter. So. Und zu guter Letzt nicht vergessen, das Wasser anzuschließen. Dann würde ich das eine Inbetriebnahme nennen und dann hat man folgende Möglichkeiten. Man kann im Textmodus jetzt Coop Client Lib solche Aufrufe hineinmachen, das ist ziemlich hässlich. Wir haben keinen DNS, IPv6 DNS-Server, also im Moment muss ich mir da helfen, indem ich diese Nummern weiß. Da können wir dann später reden, wie kommt man, wenn man ein Board in der Hand hat, zu dieser Nummer. Und dann seht ihr schon diese berühmten Pfade, also das ist jetzt eine URI, die beginnt mit einem Servicenamen, gibt es HTTP, gibt es SMB, gibt es alle möglichen Servicenamen, in dem Fall Coop. Dann erkennt man, das ist eine URL, Doppelpunkt Backslash. In eckigen Klammern ist es üblich, die IPv6-Adresse einzuklammern. Und hinten ist nochmal ein ganz normaler Portname mit Doppelpunkt getrennt. Und dann fängt der Pfad innerhalb der Node an zu zählen. A ist die übliche Abkürzung für Actuator. Und ich habe es genannt, Watering Duration soll heißen, wie lang soll es laufen, ja, wann soll es wieder aufhören. Und jetzt springe ich da aus dem Dings raus und springe rein in große Spannung. Geht's noch? Nein, es hat immer nur Kommunikationsprobleme gegeben. Ich ping da schnell mal rein. Ja, es pingt noch. Also diese Node hier, dieses Merkur-Board spricht jetzt mit dieser Vorführanlage grundsätzlich mal. Und ich wechsle jetzt, weil es wirklich leichter zu bedienen ist, gleich einmal in diesen Firefox, damit man sieht, es gibt ein Webinterface, das ist jetzt auch ein bisschen technisch. Kannst du grundsätzlich die Schrift besser machen? Ah, entschuldigt, ja. Stimmt. Okay, da sieht man die Node mit ihrer IPv6-Adresse, mit dem Port und was ich gemeint habe, was ich so elegant finde, ich sage einmal, was kannst denn du? Und gehe hin und sage, ich restful get post put delete, sieht man da oben, sage get well-known Core und dann tröpfeln da unten die Fähigkeiten meiner Node herein. Und dann sehe ich, die hat einen... Danke, ich brauche einen Coach. Danke, Michi. Das ist, weil ich nicht genug Erfahrung habe. Also da sieht man, da tröpfeln rein die Fähigkeiten dieser Bewässerung. Erstens hat sie einen Aktuator, das ist eine Watering Duration. Die gibt man ein, indem man sagt, Time ist gleich XXX, gibt man Zeit in Sekunden ein. Es gibt eine Time of Day Start, das wird in Stunden und Minuten angegeben. Es gibt das Relais selbst,
das muss man in Wahrheit nicht angreifen. Da kann man zwar was reinposten und sagen, schalte. Das überlasse ich aber dem Event-Handling von dem Contiki. Das ist super gelöst da drinnen. Und das ist auch ein Aktuator für mich, hat aber auch die Methode, ups, steht hier nicht. Eigentlich kann ich das auch getten. Jetzt bin ich kurz erstaunt, wieso nicht. Schauen wir dann gleich. Dann gibt es so allgemeine nützliche Variablen, die man in Flash ablegt, dass man sagt, was für ein Modell ist das? Natürlich ein Merkur-Board. Das sind die Standard-Beispielvariablen, die es da drin schon gibt, da habe ich nicht viel tun müssen. Ich kann eine Software-Version hinterlegen, das ist schon viel sinnvoller. Ich kann dem Teil einen Namen geben. Es hat einen physischen Knopf, der da hinten nicht, das hier schon. Ich habe den physischen Knopf umgelegt auf einen Remote-Button, das heißt, dass ich den aus der Ferne triggern kann, aus der Ferne bedienen kann, wenn ich nicht vor Ort bin. Und ich habe die LED, ich kann die LED toggeln, ich habe eine Batterie, also das ist in dem Fall jetzt Netzstrom, sagt aber auch was, wenn es Batterie wäre, würde ich wirklich den Ladezustand kennen. Ich habe eine CPU-Temperatur, wo man auch beurteilen kann, steht es in der Sonne, überhitzt mir gerade oder sind wir da im grünen Bereich. Und dann gibt es die Zeitvariablen, damit ich da überhaupt eine Uhr da drinnen habe, weil solche Teile normalerweise keine echten Uhren da drinnen sind, sondern mehr Timer-Ticks. Okay, jetzt habe ich mir das abgeholt und jetzt könnte ich hier, also jetzt will ich mal zeigen, wir haben das so gelöst, dass es da einen physischen Button gibt, deswegen drücke ich da drauf. Das Timeout ist meines Wissens so ungefähr 10 Sekunden, das heißt nach 10 Sekunden soll die Bewässerung wieder, also Licht wird gewässert. Wenn ich da geht reinschaue, habe ich 10 Sekunden eingestellt, das hat ungefähr gestimmt, bei der Pflanze wird es nicht so genau sein. Also der Timer läuft und das läuft ab und hört wieder auf. Das ist, wenn man es im Betrieb nimmt, sage ich, wie schnell einmal ausprobieren, brauche ich keine Kommunikationsbox, nichts, gehe ich hin, drücke drauf, kann einmal sehen, ob es überhaupt geht. Jetzt haben wir hier keine Uhrzeit, weil ich den, es ist 18:28, schauen wir mal, ob da, das hat ungefähr übereingestimmt, das heißt, ich setze jetzt, Entschuldigung, jetzt zeige ich zuerst den Remote-Button, jetzt habe ich den Knopf mit der Hand gedrückt. Jetzt zeige ich, dass dieselbe Routine, die in Wahrheit das Event-Handling von Contiki vollautomatisch, weil das da drinnen schon alles gelöst ist mit einem entsprechenden Knopf, und ein Event für mich reinfliegt, also nicht wie ein Arduino, sondern da steht wirklich, schreibt man sich die Zeile, wenn ein Event auftritt und wenn der Event ein Button-Event ist, reagiere ich drauf, eben indem ich das Relais schalte und den Timer loslaufen lasse. Und hier habe ich jetzt den Remote-Button und auf den muss ich einfach nur was drauf posten, das ist jetzt wurscht, was da drinnen steht, und sollte dieselbe Reaktion auslösen. Das ist völlig ident, das heißt, wenn man es jetzt genau nimmt, könnte ich irgendwo auf der Welt, weil wenn ich mein Routing habe, den Weg dahin habe ich, und ich schicke direkt auf die Node, nicht irgendwo auf ein Zwischengerät, sondern direkt in die Node hinein und sage, vergiss den Rest der Welt, ich sage dir jetzt, schalt das ein. Und dann schaltet es auch wieder aus. Also das sind völlig idente Mechanismen, die da laufen, nicht irgendwelche Kunstgriffe. Nächster ist, dass ich jetzt sage, und da sind wir dann auch schon ziemlich schnell am Ende mit der ganzen Geschichte, weil mehr, sage ich, braucht man mal für die primitivste Bewässerung nicht, dass ich mir die Time of Day suche, 17:55, ich glaube deswegen ist es vorhin kurz mal angegangen, weil das auf 5 vor 6 gestellt war. Kann nicht stimmen. Oder war das noch kurz bevor wir begonnen haben, oder war das schon? Habt ihr auch nicht aufgepasst. Also das wäre dann eine Fehlfunktion gewesen, wenn es von selbst losgelegt hätte. Jetzt haben wir 18:30, jetzt nehme ich da einfach Outgoing und schreibe mir dahin, das ist jetzt ein bisschen mühsam, aber ich muss kann sagen, TODS, das weiß ich jetzt auswendig, aber man kann es in Well nun abfragen und gebe dahin 18:31 und sage Post. Und wenn ich schnell. Hast du eine falsche Uhrzeit eingestellt? Kann leicht sein. Also die Uhren vom. 20, 21.
Oh. Das ist schon klar. Okay. Entschuldigt? Nein, das ist wegen der virtuellen Maschine, die hat keine Ahnung, wie spät es wirklich ist. UTC-mäßig stimmt 18, 21 dann. Ja, weil ich muss zugeben, es ist eben ein alter Branch und diese Uhren, die da drinnen sind, sind offensichtlich nicht korrekt gemacht. Das heißt, ich rufe zwar Local Time auf, aber in Wahrheit kriege ich UTC. Das habe ich im Code dann geschummelt und habe 120 Minuten drauf addiert. Das im neuen Code kannst du eine Zeitzone einstellen. Habe ich, glaube ich, gemacht, muss ich dann schauen. Aber das hat. Der Ralf meint, das geht. Wichtig ist, also die Wahrheit für das Merkur-Board ist seine lokale Zeit. Ich frage es nochmal ab. 16:31, also es hat gestimmt. Die Local Time sollte zwar 18 sein, aber wenn ich 18:31 eingebe, sieht man, die Lichtdusche startet brav an. Das heißt, ich kann es timen, ich kann ein Timeout setzen. Ich kann es fernbedienen, den Knopf, und ich kann den Knopf direkt hier bedienen. Das ist, stolz gesagt, die minimale Bewässerung, die ich mir vorstellen kann. Und ab jetzt beginnt für mich schon die Diskussion, will man 2 Timer, will man 3 Timer, will man 5 Timer, will man 10 Ventile, also will man eine Smart-Bewässerung, da komme ich dann zurück zu der Sensorik, über die wir sprechen werden. Da gibt es 100.000 Ideen und ich würde sie gerne von euch einfangen und sagen, was ist für euch eine Bewässerung und was wäre der Spaß dran? Ja, was würde euch jetzt dran reizen, da weiterzubauen? Und ich selbst bin gern bereit, das auch in der Programmierung zu übernehmen oder gemeinsam zu machen, damit sich das dann in diese Richtung entwickelt. Jetzt gibt es eine ganz einfache Regel. Welche Pflanzen habe ich im Garten und wie schaut der Wasserbedarf für jede Pflanze aus oder für jede Pflanzengruppe? Da ist der Wolfgang genau der richtige Mann. Also wenn wir uns über das schwierige Thema einer Smart-Bewässerung, die Sensorik hat und den Wassergehalt des Bodens kennt, Google abfragt, wann das nächste Gewitter kommt und sozusagen eine große Wassermengenrechnung macht, die wirklich für die Pflanze gedacht ist. Ich meine, da wagen wir uns in einem Gebiet vor, aber ich wäre voll dabei, dass wir das auch wirklich machen. Aber wir haben alle Möglichkeiten, wir haben die Kompetenz, um die Sensorik so zu verstehen und so ein Modell zu rechnen, und warum nicht? Ich meine, wir sind Maker, wenn wir sagen, wir machen es, dann machen wir es. Wenn wir sagen, hör auf mit dem großartigen Zeug, gib mir noch 3 Timer und die Sache ist geritzt, ja, dann, und machen wir ein gescheites GUI, dann und ich will es vom Sofa bedienen, dann sind wir auch fertig. Also ich muss mal... Will ich gerade sein? Ich habe ja schon. Das heißt, wenn ich jetzt meinen Desktop wechsle und darüber gehe, das ist ja schön am Merkur-Board, ja. Jetzt habe ich grün gemacht, weil die Box da hinten grün ist. Dann schaue ich jetzt noch, ob sie anzubingen ist, aber das war dann nur mehr zusammenschrauben, die Firmware reinladen, und der URI-Pfad ist halt jetzt hinten bei der IP-Adresse dann nicht 343C, sondern 66 Emil Dora. Jetzt mache ich wieder größer. Michi, danke. Die Aussage ist, es geht durch eine Hauswand, also nicht Meter Beton, und im Freien geht es nahezu 100 Meter. Das sind Fälle, wo ich weiß, es funktioniert. Aber bei Funk lehne ich mich nicht aus dem Fenster, Boards kaufen, ausprobieren, und wenn es nicht geht, eins dazwischen in Rasen stecken und Batterie versorgen, weil es ja ein Meshnetz ist, und so, dann hupft es weiter. Also in der Wohnung kann man ja immer dazwischen so eins mit Batterie hinkleben. Ja? Und dann hilft es mit, das weiter zu hoppen. Das ist das Schöne am Mesh-Netzwerk. Ich muss es auch im Detail nicht wissen. Ich denke mir nur, also ich kann es ja hinlegen einfach und einen Tag versuchen, geht so gut, wenn hier eins wäre. Das ist ganz unbürokratisch. Es gibt einen Koya-Simulator, wo man solche Netze im Rechner simulieren kann. Aber ich glaube, am einfachsten ist, wir probieren es simpel aus. Also jetzt befinde ich mich auf der Note da hinten. Ich bin nicht sicher, ob ich dieselbe Firmware drin habe. Zur Sicherheit sage ich, geht, hol mir da wieder die Dinge raus. Aber nur um es zu zeigen, ja, da hinten leuchtet es rot. Und wenn ich jetzt den Button nehme und Post drücke, dann müsste da hinten so leicht blinken. Ja, die Firmware ist anders, weil die blinkt im Sekundentakt, wenn die 10 Sekunden ablaufen oder was immer da eingestellt ist. Das heißt, das Thema 3 Ventile ist schon gegessen. Ja? Du nimmst dieselbe Firmware, schraubst das zusammen und hast halt im Garten dort hinten eine Gruppe von Pflanzen,
und kannst einen anderen Timer einstellen. Das ist jetzt aufgrund der autonomen Realisierung hier schon einmal erledigt. Wenn man jetzt eine übergeordnete Steuerung haben will, die beiden sagt, heute habe ich Party, gibt es beide Frieden, dann müssten wir wieder GU nehmen, müssten auf dem Border-Router GU drauf installieren und müssten sagen, dort ist die Party-Verwaltung, die in den Garten reinschreit, dieses Ventil macht heute nichts, dieses macht nichts und dieses macht auch nichts. Wäre jetzt so meine Idee. Ja? Okay, also in Summe ist das der Status der Bewässerung. Da kann ich gleich auch sagen, der Status des Community-Projekts als GitHub-Repository ist übel. Ich habe es nicht geschafft, das da reinzutun, nämlich koordiniert mit den Contiki-Programmierungen vom Merkur-Board. Ich kann nur sagen, ich liefere so schnell wie möglich nach. Hängt aber auch davon ab, wenn sich jetzt null Leute melden und sagen, ich will die Firmware ausprobieren, dann habe ich das Problem nicht. Nein. Ich werde es dann schon reinstellen, aber morgen kann leider niemand damit sofort loslegen, weil ich das nicht reingestellt habe. Ich hoffe, es geht dann bis nächste Woche Anfang, dass es dann drin ist. Ich würde mir erlauben, euch eine E-Mail zu schicken aus den Kontaktdaten und sagen, Repository XY auf GitHub, also sicher als Vereinsprojekt unterhalb von OSD Contiki heißt es, das Repository. Ja, GitHub OS Domotik suchen. Ah, genau. Und dort findet sie verschiedene Projekte und ein Projekt davon heißt OSD-Contiki. Und da drin sind Beispiele und wir würden die Bewässerung als Irrigation auf Englisch dann dort zu den Beispielen von OSD dazu stellen. Bei Examples OSD finden Sie dann die ganzen Beispiele. Warum es noch nicht drin ist, hat einen Grund, dass er das gerne selber hineinbringen möchte ins GitHub und wir ihm es beibringen müssen, wie das funktioniert. Ja. Also das ist eine, Entschuldigung, wenn ich unterbreche, aber ich habe halt früher mal mit Subversion und so uralten Source-Code-Teilen gemacht, bin ganz begeistert von GitHub. Ich meine, da hat man was in der Hand, wo der Linus Torvalds persönlich programmiert hat. Es ist affensteil, es funktioniert alles einfachst möglich. Es ist aber leider das Thema komplex. Also wenn man, gefällt mir aber jetzt aus Vereinssicht, mit diesem Tool kann man nicht nur Source Codes verwalten, sondern man kann weltweit Projekte managen, wenn es jetzt um Textdateien geht. Nein, man kann auch Binaries reinschmeißen, alles mögliche. Also es ist das ideale Tool, um gemeinschaftlich auf der Welt ein Projekt abzuwickeln. Die Lernkurve ist ein bisschen steil, muss ich zugeben. Ich muss mich da erst reinfinden. Werde ich aber später dann auch darüber sprechen. Ich würde vorschlagen, wir machen eine Pause. Genau. Entschuldige. Ich habe eine Frage zu ja. Beiden Core-Client-Befehlen. Ja. Warum muss man in der zweiten Zeile das Time in Apostrophen eingehen und oben die 11.55 nicht? Ich habe es abgeschrieben. Wahrscheinlich könnte man es im zweiten weglassen. Moment. Ich weiß jetzt nicht, ob ich da einen Buffer abtippen will, ich es jetzt nicht unbedingt. Schauen wir mal. Oder vielleicht ist da noch was. Wo bin ich? Beim Falschen. Ja. Stimmt schon. Das sind die Weißen für die weiße Box. Da hole ich mir das Well. Und was war es für eins Konkretes? War die Time oder was? Ja, die Time war in Anführungszeichen. Ups. Atom habe ich geschrieben. Ja, da ist es drinnen ohne. Ich gebe dem jetzt 20. Steht es ohne. Und das ist 404, das sagt, da kann ich nicht. Aha, weil es damals noch Control hieß und vielleicht heißt es jetzt Actor. Sieht da plötzlich ist drin, also wenn wir es da kontrollieren, Watering Duration von Endnummer 343C, wenn ich das mit Get abhole, ist jetzt 20, vorhin war es 10. Also das ist jetzt Zufall, dass da Anführungszeichen, also wahrscheinlich ist, wenn Blanks drin wären, muss man es machen, so muss man es nicht machen.
Ich bin an das ganze Thema genauso reingegangen. Ich habe das alles ausprobiert. Also das sehe ich jetzt keine Notwendigkeit, dass das da drinnen ist. Okay, dann machen wir jetzt eine längere Pause, 10 Minuten. Und dann würde ich als nächsten Schritt gern mit euch darüber reden, wie für euch so eine Bewässerung aussehen muss. Reicht das? Was muss das können? Und der Wolfgang wird zunächst als Anfang uns über die Sensoren was zu erzählen, weil vielleicht fallen euch dann gleich gute Dinge im Zusammenhang damit ein. Okay, danke mal.